Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Mittwoch, den 19. Juli. Das kleine Stückchen aus dem Matthäusevangelium, das ich Ihnen vortrage, das nennt die alte evangelische Exegese zutraulich den Heilandsruf und das gefällt mir sehr. Das ist ein Jubelschrei, ein Begeisterungsausbruch bei Jesus über die überraschende und überragende Güte des himmlischen Vaters, der die Dinge anders macht, als man sie sich hier so denkt und es immer richtig macht. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Da ist viel drin in dem kleinen Stück, in dem Heilandsruf. Ich will Sie auf zwei Dinge aufmerksam machen. Das eine: Warum hat denn die Weisheit Gottes den Weisen und Klugen dieses Zeitalters nicht gefallen? Warum haben sie sich davon nicht beeindrucken, bewegen, berühren lassen? Warum haben sie das abgetan und wollten davon nichts wissen? Nicht wegen der abstrakten Qualität der Weisheit, sondern weil sie vermittelt worden ist durch Jesus. Der ist nämlich die Weisheit Gottes in Person, aber das ist eben die Weisheit, die die Weisheit der Weisen und Klugen zu Schanden macht, wie es dann im ersten Korintherbrief heißt. Paulus hat das ganz tief verstanden. Das war nicht ein Vexierspiel, um die Leute irgendwie zur Verzweiflung zu bringen, sondern auf dem Menschenweg, auf dem Weg der Menschwerdung Gottes, wollte die überragende Weisheit Gottes sich zu erkennen geben. Nicht als eine, die menschliche Anstrengungen überbietet und dann noch eins draufsetzt, sondern als das ganz andere, das unsere Ordnungen in Frage stellende, das unsere Gedanken irritierende, das von Gott kommt und auf das man sich erst einlassen muss. Nicht damit wir von uns weggeraten und übers Kreuz mit uns selber kommen, sondern im Gegenteil, damit wir zu unseren Ursprüngen zurückkehren können und die Verzerrungen und Versehrungen, die von der Ursünde an die Entfremdung in uns bewirkt hat, dass die geheilt werden können. Deshalb wollte Gott nicht anders, als in der Schwäche Jesu seinen Christus zur Geltung bringen. Und deswegen verstehen das die, die an ihrer eigenen Schwäche auch nichts ändern können, eher als andere, die das nicht zulassen wollen. Und dann sind wir wieder, das ist das Zweite, bei dem, was am Sonntag schon mit dem Regen und dem Schnee war. Das ist kein geschlossenes System. Jesus sagt nicht, nur der Sohn kennt den Vater, nur im Sohn ist die ganze Erkenntnis Gottes und nur der Vater kennt den Sohn und lässt sich erkennen vom Sohn. Und dann sagt Jesus aber, und von dem, dem es der Sohn offenbaren will. Und da ist dieser Überschuss und das Überfließende, an dem man Gottes Wirksamkeit erkennt. Das geht nicht nur vom Vater zum Sohn und vom Sohn wieder zum Vater zurück und bleibt dort und erweitert sich nicht, sondern wir werden mit hineingenommen in diese Herrlichkeit der dreifaltigen Liebe. Gott hat keine Angst, dass sein allerheiligster Bezirk der innertrinitarischen Beziehung, dass der von uns irgendwie gestört werden könnte. Im Gegenteil, Gott freut sich, wenn wir mit dem Geist, der mit Gott Sohn und Vater Gott ist und eins ist, dass wir in diesem Geist, mit diesem Geist in uns ihn erkennen und seine Geheimnisse ergründen. Also seien wir schön überraschbar und unweise, damit wir
Gottes Weisheit, Gottes überragende Weisheit erkennen können. Gott segne und behüte Sie alle.